Wie gut ist das Concrete Clay von der Marke Charlemagne? Die Verpackung finde ich vom Style her okay und von der Wertigkeit finde ich es auch in Ordnung. Von daher die Verpackung all in all okay. Der Geruch ist dezent, männlich, frisch, finde ich ganz gut. Die Inhaltsstoffe, 70% der Inhaltsstoffe sind gut, 30% leider nicht so gut. Der Claim des Produktes, ein starker Halt, der über den Tag verteilt hält, plus eine einfache Anwendung. Ob das wirklich stimmt? Meine aktuelle Vorherfrisur. Wie immer werden die Haare etwas angefeuchtet und ein paar Drops Arganöl in die Haare eingearbeitet, damit die Haare schön weich sind und passend natürlich auch vorgeföhnt, damit ich eine gute Basis habe, um meine Haare zu stylen. Kommen wir zur Konsistenz. Die Konsistenz ist etwas härter. Man kann sich es ungefähr so vorstellen wie eine workable Knete. Einfach Knete, die man so ein bisschen auseinanderziehen kann. Das Verteilen in den Händen ging nicht ganz so leicht, denn das Produkt ist schon ein bisschen härter. Man muss tatsächlich das Produkt schon sehr stark in seinen Händen verreiben. Und ich hatte ein bisschen das Gefühl, dass hier und da noch ein paar Klumpen sind. Also, wenn man das Produkt benutzt, muss man tatsächlich ordentlich das Produkt aufwärmen, damit man keine Klumpen in den Haaren hat. Das Styling fand ich auch okay. Ich habe das Produkt natürlich komplett in meine Haare eingearbeitet und dann auch gar nicht mehr großartig nachgestylt, sondern eigentlich nur noch einen feinen Kamm dazu genommen, um ein paar Strähnen zu ordnen. Und dann hatte ich auch schon meinen fertigen Look. Kommen wir zum Halt. Einen extrem starken Halt hatten wir an dieser Stelle nicht. Der Halt war aber mittelmäßig bis gut. Ich konnte auf jeden Fall meine Wellen vorne damit bändigen. Das Finish war tatsächlich eher glänzend als matt, so wie ich es mir vorgestellt habe. Kommen wir zur Auswaschbarkeit. Das Produkt hat sich mit Wasser gut aus den Haaren herauswaschen lassen, aber um es vollständig aus den Haaren herauszubekommen, braucht man tatsächlich auch Shampoo. 100 Gramm von dem Concrete Clay von Charlemagne bekommt ihr für 20 Euro, was ich vom Preis-Leistungs-Verhältnis tatsächlich auch okay bis befriedigend finde. Kann ich das Produkt weiterempfehlen? Ich weiß nicht, wie oft ich heute okay gesagt habe, aber ich muss sagen, mit dem Produkt machst du erstmal nichts falsch. Dennoch gibt es am Markt definitiv bessere Clays, mit denen man sich seine Haare stylen kann. Totale Punktzahl von dem Produkt. Das Concrete Clay von Charlemagne erhält 33 von 50 möglichen Punkten. Link zum Produkt findet ihr wie immer unten in der Infobox. Und jetzt wünsche ich euch auf diesem Wege viel Spaß beim Haarestylen.